Ja, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Map angeschaut, die Yarra Valley Australia. Eine Karte mit einem etwas anderen Start. Ihr besitzt ein Restaurant mit Weinberg und einen Golfplatz mit Grünflächen. Wir gucken uns das an. Also, wir starten hier. 1084 Slots seht ihr, wenn man hier so ein bisschen was verkauft. Es ist nicht viel, also was man von den Gebäuden her verkaufen kann. Ja, dann landet ihr so in etwa bei 800, 850 Slots. Das hier ist besagtes Restaurant, das Restaurant Yarra Hill, ja, mit Ausblick auf Felder, Landschaft, etwas karg, etwas eckig wirkt es gerade ein bisschen. Aber gut, ihr habt hier unten euer Weinbau-Equipment, nebst Traubenverarbeitungsanlage, die ist ja auch auf dem Gelände, mit Ernter, eigentlich so mit allem, was man braucht. Und die Verarbeitungsanlage selbst ist hier oben. Ja, mit Umspannwerk, mit. Ja, das ist der Weinberg, der euch gehört. Wie gesagt, es wirkt irgendwie alles so ein bisschen kantig, eckig. Es fährt ein Zug über die Landschaft, es fährt Verkehr. Australien natürlich auf der linken Seite, auch wenn es eine Ente ist. Wahrscheinlich hat Australien auch mal Enten gesehen. Ne? Die fahren auch hier hoch, so zum Parkplatz und so. Also die nutzen auch die geschotterten Wege. Rasentextur, ja, von der Verarbeitung her nicht immer ganz sauber, wie man hier sehen kann. Auch so mit Zäunen, die dann auf den Weg raufgehen und sowas, so Flüchtigkeitsfehler. Ja, Straße überlappt hier und da. Hier und da fliegt sie ein bisschen, also ganz sauber ist das nicht. Aber es ist eine interessante Idee. Ja, wir gucken mal auf die Karte. Jo, sehr verstreute Felder, 4,9 Hektar, die wirken kleiner, sind aber doch relativ groß. Eben hier so bis erst 11 Hektar, gut, 2 bis 11 Hektar, sagen wir mal. Und ihr habt einen Weinberg hier oben, steht nicht bei, wie groß. Und ihr habt eben diesen Golfplatz. Und am Golfplatz habt ihr noch Big M. Und ein 724 Vario, nebst Ballengeschichte und sowas. Also, ja, hier kommt der, wo ist der Golfplatz jetzt? Das muss ich mal orientieren hier hinter. Jo. Mit echten 18 Löchern hat er geschrieben. Da laufen auch die Leute durch. Wäre natürlich lustig, wenn hier noch ein Golfcaddy rumflitzen würde oder was auch immer. Ja, wäre die Golfkurs. Ja, die Idee, ich finde sie witzig. Hier könnt ihr dann Gras mähen, dann gibt es keinen Rough mehr, dann ist alles Short. Sind das Ballen oder was sind das? Kann man die, ja. Offensichtlich der Abschlag oder so. Wie auch immer. Eingefasst mit wenig australischen Tannen. Ja, fehlt natürlich irgendwie die passende Vegetation. Ne? Wasser ist hier braun. Oh, Kartenrand ist. Geht so. Wald ist. Oh, immerhin so ein bisschen mit Walddekoration. Felder sind mit Dreck ausgespart. Irgendwie so. Ihr habt den Sägewerk stehen. Fliegen einfach mal so ein bisschen rum. Mal gucken, ob wir alles sehen, ob wir alles mitnehmen. Was haben wir hier? Das ist die Zugverladestation. Einen Zug könnt ihr auch rufen. Das funktioniert. Irgendwo sind noch Gleisbauarbeiten. Ah, hier ist auch größere Kante beim Bahnübergang.
Hoppla. Kreisverkehr auch. Gehört das so in Australien? Ah, es ist schon harte Übergänge, ne? Ah, hier haben wir noch einen Reitparcours. Gibt es hier auch Tiere selbst? Weiß ich nicht. Ah ja, hier haben wir dann die Ansammlung von Produktion und Verkaufsstellen. Ist ja immer nicht so ganz mein Fall. Und ein wilder Mix aller Gebäudearten. Ne? Wir sind hier in Frankreich, wir sind hier in, wo auch immer das herkommt. Wahrscheinlich eher von der Erlengrad. Wir sind hier in den USA. Da hätte ich mich ja. Hätte, Fahrradkette. Kennt ihr ja. Aber weiß ich nicht, da. Puh. Das passt jetzt nicht so wirklich. Das ist die Bäckerei von der Aubé-Laurent. Das ist hier auch die Bäckerei. Lass uns mal gucken. Einmal gucken. Fahrzeughändler, da gucken wir auch gleich nochmal hin. Schokoladenfabrik. Dann haben wir hier Zuckerfabrik, jawohl. Die fahren ja auch schön auf den. Ah, dann gibt es ein Problem. Ah, wenden mit Verkehr, Gegenverkehr. Also über kurz oder lang werdet ihr auf der Karte keinen Verkehr mehr haben, weil alle, die hier reinfahren, würden sich hier irgendwann aufziehen in die Perlenkette und dann ist vorbei. Dann fährt da nichts mehr. Kann man nur hoffen, dass die möglichst nicht da unten lang abbiegen, sondern immer schön hier andere Ausgänge im Kreisverkehr nehmen. Jetzt bin ich aber hier. Mal, da ist der Viehhandel. Gehen wir mal hier weiter. Genau. Viehhandel, Schreinerei. Wo war denn jetzt hier? Das müsste die Bäckerei sein. Na ja, genau. Kommt hier der Fahrzeughändler. Das ist halt kein einheitlicher Stil. Das wirkt irgendwie so zusammengewürfelt. Dabei gibt es ja eine amerikanische Bäckerei zum Beispiel und auch ein Restaurant. Und dann ist ein Fastfood, aber das Restaurant. Also Möglichkeiten gäbe es ja. Aber so wahnsinnig viel gibt es hier jetzt auch gar nicht mehr zu sehen. Die Zugstation hatten wir. Hier geht es einmal bei dem Zug von der Karte. Hier unten war noch nicht. Da ist nämlich noch eine richtig große BGA, die 1 Megawatt BGA, zusammen mit einem Getreideverkauf und einer Kalkstation. War das Ganze wenig ansprechend, muss man ja leider so sagen, in die Botanik gepinselt. Jo. Die Idee ist gut. Finde ich interessant, mal was anderes mit seinem Restaurant, mit seinem Trauben. Ja, mit seinem Restaurant, mit seinem eigenen Wein. Da das Geld zu verdienen, ist eine mühsame Sache. Wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Weinbau, na, ist ein hartes Geschäft. Dann dazu den Golfplatz. Finde ich auch eine lustige Idee. Aber so die Umsetzung ist dann leider nicht so, ja, nicht so einladend. Sagen wir mal so, nicht so einladend. Wobei sich hier echt Mühe gegeben hat. Ne? Also das ist aber schon, war ein interessanter Stil hier oben. Ne? Dann dieser Gebäudemix dazu, das ist dann irgendwie, ja. Ja, ich hätte beinahe gesagt Napa Valley, Australien. Ich bin euch noch schuldig, wie es mit dem Landschaftsbau aussieht. Denn ihr habt die Standard-Aubé-Laurent zugrunde liegen. Es sind auch nicht mehr Texturen, nicht mehr Pflanzen und nicht mehr Bäume als auf der Standard-Aubé-Laurent. Also da ist auch alles soweit Standard. Jetzt muss ich doch nochmal gucken, wie sie jetzt wirklich heißt. Yarra Valley. Yarra Valley, Australien. Ja. Von Grido. Habe ich glaube ich auch nicht gesagt, ne? 261 MB im Download.
Jetzt haben wir, glaube ich, auch die Eckdaten. Heute mal am Ende. In diesem Sinne. Ja. Schön ist das nicht. Ihr müsst hier oben halt zum Wolf, ne? Und dann habt ihr hier solche Karten drin. Also es ist handwerklich, es ist definitiv nicht die schönste Karte. Von der Idee her gut, von der Umsetzung leider nicht. Aber, na gut, vielleicht habt ihr doch Bock drauf. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.